In einem Krefelder Wettbüro erlebt ein Angestellter jetzt einen Albtraum. Kurz nach Dienstbeginn wird der junge Mann brutal überfallen. Dabei schlägt der maskierte Räuber immer wieder auf sein Opfer ein. Die Polizei in Krefeld hofft jetzt, mit Hilfe eines Überwachungsvideos den Täter zu schnappen. Mit einer Kappe maskiert und einer Pistole bewaffnet, stürmt er direkt nach Ladenöffnung in das Wettbüro. Der brutale Räuber will das schnelle Geld. Während er den Angestellten anschreit, Tresor auf, schlägt er sein Opfer immer wieder ins Gesicht. Der rücksichtslose Räuber erbeutet die kompletten Bareinnahmen aus dem Safe. Die Krefelder Polizei hält den Täter für besonders gefährlich. Er hat den Mann sofort mit einer Schusswaffe bedroht, die echt aussieht. Wir müssen auch davon ausgehen, dass sie echt war. Ich halte ihn auch für sehr skrupellos, für sehr brutal. Das zeigt sein Vorgehen gegenüber dem Angestellten dieses Wettbüros. Vor unseren Kameras will sich der Mitarbeiter des Krefelder Wettbüros nicht äußern. In einem persönlichen Gespräch berichtet er, dass er derzeit psychologisch betreut wird. Der 27-Jährige ist durch den skrupellosen Überfall traumatisiert. Denn der Täter mit russischem Akzent hat selbst, als er schon in Besitz seiner Beute war, noch große Mengen Reizgas in das Gesicht des Angestellten gesprüht. Polizeihauptkommissar Azur Knili ist fassungslos. Er hat sein Ziel erreicht und hat trotzdem im Nachgang noch Pfefferspray eingesetzt. Das kann man nur so deuten, dass er damit seine Flucht verschleiern wollte. Und das spricht für eine ausgesprochene Brutalität des Mannes. Das KK 21 der Krefelder Polizei ermittelt auf Hochtouren. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung, die zum gewalttätigen Räuber führen. Und zwar wissen wir, dass der Geschädigte, obwohl er mit Pfefferspray sehr stark eingeschränkt war, dem Täter noch nachgelaufen ist. Der Zeuge konnte noch angeben, dass ein Fahrzeug sich mit sehr hoher Geschwindigkeit entfernt hat. Das müsste aufgefallen sein. Der 27-jährige Angestellte will bald wieder hinter dem Verkaufstresen stehen, an dem er den brutalen Albtraum erlebte. Er hofft, dass sein Peiniger schnell gefasst wird.